So, hallo zur nächsten Let's Play Folge und wie man gerade sehen kann, die Welt ist sich gerade noch am Generieren, gerade reingegangen. Lade, lade, lade. Es ist wieder einiges an Zeit vergangen. Wir haben aktuell gerade den 24.3. Okay, naja, in 5 Minuten ist der 24.3. Im Moment ist auch der 23. und es ist kurz vor 12. Und wir waren stehen geblieben bei dem Glas holen, glaube ich, um da oben das weiterzubauen. Ah, da generiert sich der Turm. Da habe ich eben gerade nochmal gleich einen Screenshot, oder was ist eben gerade in der letzten Folge schnell einen Screenshot gemacht, so auf Vollbild für ein gutes Thumbnail. Und dann würde ich sagen, du siehst mir hin, habe ich irgendwas vergessen noch? Nein, Köppels habe ich dabei, die reichen. Eine Sache noch, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf dieser Ebene jetzt den Rundgang außenrum anbringe, das sieht ein bisschen blöd aus, oder? Wenn jetzt 3 hochgeht und jeweils Glas runter, dann würde hier so ein Rundgang ziemlich, naja, aussehen. Ich wüsste nicht, wo ich den anbringen könnte mittlerweile, naja. Ich baue erstmal weiter und warte mal ganz kurz. Sonne, Sonne, wo ist die Sonne? Runtergehen? Sieht so aus, es wird schon wieder dunkel. Hey, ich kann gleich wieder pennen gehen. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, 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 ganz kurz gehe ich wieder rein, mach kurz die Tür zu und schmeiß mich ins Bett. Ach nee, geht ja gar nicht. So, jetzt. Okay, okay. Beginnen wir also die nächste Aufnahmesession mit einer Runde schlafen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Wahrscheinlich nicht allzu lange. Ein paar Vögelchen. Und dann bin ich auch gleich schon wieder weg, dann drehe ich morgen weiter. Das Wochenende wird ziemlich arbeitsreich so sein, wie es aussieht, wegen ein Tutorial müsste ich noch machen und Spark Check Folge 2 müsste ich noch machen. Und ich habe noch keine Ahnung, wen ich dann nehme. Das wird dann eher so spontan entschieden per Zufall. Also wie gesagt, das entscheide noch ich, wen ich da mal rauspicke. Ich glaube, es ist einfach ein Kanal, wo ich viel zu sagen kann. Und die Tür da oben steht immer noch falsch und das ist jetzt gerade so ein Dorn im Auge, den mache ich jetzt gerade mal weg, weil ich laufe jetzt die 10-mal vorbei und jedes Mal sehe ich da oben dann die Dinger und ärgere mich und okay, so, jetzt machen wir das mal ganz zimmermannstechnisch, ne, wir holen jetzt hier schön die Axt raus, ne, und hämmern mal gezielt die Türen ein, weil man die ja dann so wunderbar wieder einsammeln kann, wieder neu platzieren kann. Dazu würde ich sagen, ja, von vorne wieder rein, ja. Okay, das ist alles kein Problem in Minecraft. Da kann man auch mal schnell eine Tür mit einer Axt einschlagen und sie gleich wieder platzieren, ohne dass überhaupt ein glitzekleiner Defekt vorhanden ist. Schaut euch das mal an hier. Perfekt funktionieren die Dinger wieder. Ach ja. Genau, zum Thema weiter Enchantende und Experience-Falle könnten wir dann alles noch machen. Da stelle ich mich wohl mal zwischen ein paar Aufnahmen, wenn ich eine Pause mache, hin. Und farm einfach noch ein paar EP. Und dann, wenn ich wieder fertig bin, entscheide ich wieder eine Waffe. Die Frage ist nur was. Ich glaube, eine Spitzhacke mit Fortune wäre irgendwie lustig. Glück, dass wir da mal mehr Items bekommen. Und irgendwie schleiche ich gerade so. Ich muss mehr sprinten. Melonen. Und die fresse ich gerade mal nicht rein. Das Zuckerrohr lasse ich gerade auch mal ein bisschen wachsen. Und dann sind wir wieder unterwegs beim alltäglichen LP-Geschehen. Das war also so da oben ein kleiner, klitzekleiner Affix. Der Trailer zum Let's Show ist draußen, das werde ich wohl auch noch drehen müssen dieses Wochenende, sodass am nächsten Wochenende dann fertig ist. Eieiei, viel zu tun und ich bin ziemlich beansprucht, auch nebenbei in Real gerade, dass es so ein bisschen auch ein bisschen eng wird. Das ist irgendwie so total, ich finde es irgendwie komisch, man nimmt sich was vor, dass man jetzt macht, okay, ja, da habe ich Zeit, da kann ich das und das machen, da drehe ich noch die letzte LP-Folge, da rendere ich das fertig und lad's hoch. Und dann eine Stunde vor einem Termin, also in diesem Falle war es jetzt vereinstechnisch und so, verdammt, ich muss ja noch dahin und kann dann doch nicht alles aufnehmen. Ich habe noch einen Termin beziehungsweise ein Together-Projekt verschoben, was demnächst kommen sollte oder wo wir jetzt gerade eigentlich drehen wollten. Zum Beispiel mit dem TT-Gamer werde ich demnächst etwas machen, kann ich jetzt schon mal ankündigen, wir haben uns abgesprochen, und zwar in Adventure Map, wer es jetzt gerade zufällig sieht, das Let's Play, da hat er jetzt Glück, hat es mitbekommen, ist etwas runtergefallen, der Mod habe ich wieder rausgemacht, so. Also TT-Gamer hatte mal dann Lust, etwas mit mir zu machen, wird wohl auch dann baldigst kommen, wir wollen morgen Abend aufnehmen, wenn es klappt, ich muss den Termin verschieben, weil da auch wieder was dazwischen gekommen ist, eigentlich wollen wir mittags aufnehmen, aber... Ach ja, ihr kennt's ja, ne? Oder ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Jedenfalls, da plant mal was und dann wird's dann doch immer wieder etwas später. Und kann man nicht allzu viel dagegen machen, ist halt so. Okay, jedenfalls, das wird kommen, also Projekt mit TT-Gamer. Und, eine Sache wird eventuell auch noch ausstehen, noch mit jemand anderem, aber das ist noch etwas weiter entfernt, das sage ich jetzt erstmal nichts. Und ganz kurz, Frame Ruckler eigentlich nicht, oder? Ich wollte nur ganz kurz was testen. Wie das denn eigentlich so aussieht von hier oben, weil ich wollte ja mal in die Richtung hier hinten reinstöbern. Ganz kurz, jetzt rennt das gerade. Aber die FPS ist gut. 29. Gut.
Okay, nee, ich warte einen klitzekleinen Moment und baue dann nebenbei weiter. Sag mal, kann ich gerade Far spielen? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Also tendenziell, nachts läuft mein PC besser. Also so nach, ich sag mal, 22 Uhr läuft der irgendwie schneller, aus irgendwelchen undefinierbaren Gründen. Ich habe gerade Render Distance Far drin und der läuft auf egal. Okay, das sind wieder so technische Details, wo ich jetzt meine Klappe zu halten möchte. Und genau, das ist jetzt das Dach. Hier unten ist jetzt der Wohnraum des Magiers, in Anführungszeichen. Und ich brauche jetzt hier oben noch ein gescheites Dach. Die Frage ist, wie ich das mache. Ich hätte eine Idee, aber ich bräuchte eventuell ein Gerüst dafür. Und jede Menge Wood, also mit Treppenstufen und Half-Steps. Also Wooden Slabs dann hoch und das müsste dann eher gehen. Ja. Okay, da werde ich gleich mal schauen, wie ich das mache. Ich denke mal so mit Treppenstufen nach oben arbeiten und Wood. Ich habe noch genug. Naja, das weiß ich nicht, ob das genug ist. Können wir gleich sehen. Okay, ich sag erstmal nichts, ob das jetzt genug ist oder nicht. Eine Sache noch, die Frage ist jetzt, wie ich hier wieder runterkomme, wenn ich hier oben das alles zugebaut habe. Das ist sowieso klasse, man baut tendenziell immer da und dann fragt man sich, wie man runterkommt. Ganz kurz, Cobblestone und reinspringen und Crunch oder, okay, so. Dann hätten wir das Dach, okay, es ist ja kein Dach, da kommt mir noch so ein kleines Spitzdach drauf. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich würde tendenziell mal kurz vorschlagen, ich habe keine Leitern mehr. Warte mal, muss ich noch welche machen? Muss ich hier noch Leitern machen, zufällig? Ach nee, ich habe ja genau perfekt produziert. Okay, pass mal auf, ich probiere gerade mal was, ob das noch geht. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Leitern so. Sechs Stück und nehme hier auch Cobblestone-Blöcke und setze einfach mal ganz blöd hier so in die Mitte hin. Und dann gehe ich jetzt hin und mache Leitern dran, sodass ich nach oben durchklettern kann aufs Dach, um da oben dann das Dach zu bauen. So ganz kurz, ach so, ja, 1, 2, 3, das macht man mit Rechtsklick, ist mir gerade eingefallen, ja, man platziert Leiter mit Rechtsklick, unglaublich, so, und da kann ich nämlich wieder nach oben gehen, mich ein bisschen umschauen, sieht's jetzt eigentlich aus, besonders da hinten, also wir haben hier das Sumpfbiom und, lade, na los, komm, lade schneller, noch weiter Sumpf, ich habe zu viel Sumpf hier, aha, okay, aber ansonsten... Warte mal, das ist cool. Wenn Optifine an eine Stelle zoomt, dann laden sich da die Chunks schneller. Okay. Wüste. Da bin ich doch glatt geneigt, mal hinzustolpern, weil tendenziell ist es so, dass man in Wüsten besser Dungeons findet, weil der Sand ja einfällt, wenn sich da gerade ein Dungeon befindet und das direkt unter der Oberfläche ist. Da würde ich mal hingehen. Okay, das wird dann, wie gesagt, die nächste Erkundungstour, das merke ich mir vor. In dieser Wüste hier waren wir, glaube ich, schon unterwegs, da gab es soweit keine Dungeons. Oder? Habe ich da schon alles erkundet? Egal, ich gehe da erstmal da hinten hin. Und ja, okay. Wie das jetzt mit den Treppen so abläuft, ich habe schon wieder zwei Stapel, die so ganz in Ordnung sind. Ich muss mal gucken, ich müsste jetzt noch ein paar mehr Treppenstufen herstellen. Ich habe zum Glück eine Crafting Box hier oben. 1, 2, 3, ich brauche massig Treppen dafür schon eigentlich. Ich mach mal ganz kurz hier da so 16, 20, ach, das reicht lange nicht. Ja, man kann die Treppen eigentlich noch schneller machen, wenn man da einfach mal die Stacks teilt, aber ich mach's jetzt gerade auf meine Art. Ich hau jetzt gerade alle durch und setz sie mal rein. Ich teste gerade mal, wie das dann so aussieht, obwohl ich glaube, sieht scheiße aus. Wir müssten theoretisch ja jetzt das Ganze, warte mal kurz, so machen, oder? Ich fürchte mich runterzufallen. So, oder? So. Dass da so ein glitzekleiner Überhang nach vorne ist. Ah, nein. So. Und dann kann man die auch wieder perfekt abbauen, ne? Und da, das wird jetzt eine heikle Sache. Ich sag's euch, das wird jetzt... Naja. Ich probiere es einfach gerade mal. Ich hoffe mal, dass es so einigermaßen gut aussieht, weil wenn's... Nee, dann lass ich so. Das ist hier ein bisschen blöd. Hier bräuchte man echt einen Creative Mode. Falsch gesetzt. Da. Also hier brauchst du einen Creative Mode. Und wenn da jetzt nämlich runterfällt und alles und Shit und... Ah. So. Das dahin. Und nicht runterfallen. Das dahin. Und da. Ah. Verdammt, ich bin nicht auf die Stufe drauf. So. Und so. Und so. Und da, und ich versuch's gleichmäßig auch zu machen, das heißt,
Ich muss jetzt wieder da eine dran und hier vorne die Kante so ansetzen. Ja, okay, das wird eng. Das wird eng. Und wie eng das wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis gleich oder bis morgen, je nachdem, wie die Folgen wiederkommen.